Okay, dann fangen wir an mit dem nächsten Forum. Ich begrüße alle wieder recht herzlich. Diesmal geht es um das Thema Selbstregulierung. Helfen Kodexprozesse weiter? Auch ein sehr spannender Diskurs, inwieweit gerade das Internet überhaupt noch kontrollierbar ist mit traditionellen Mitteln, mit Lawmaking, wie wir es kennen, oder ob es nicht sozusagen ganz neuer Multistakeholder-Wege bedarf, die vor allen Dingen auf das Thema Selbstregulierung oder auch regulierte Selbstregulierung, wie wir das ja auch schon aus dem deutschen und europäischen Medienrecht kennen, setzen. Das ist eine Debatte, die viele Fragen einschließt. Einige sind ja auch schon in der Ankündigung damit auf den Weg gegeben worden. Gibt es Grundsätze, die bei allen Selbstverpflichtungen zur Geltung kommen sollten? Für welche Bereiche stellt Selbstregulierung ein geeignetes Kontrollinstrument dar, um jetzt nur einige Aspekte zu nennen? Ich freue mich, dass ich hier eine Expertenrunde habe, die zu diesem Thema in der ganzen Breite sehr kompetent Stellung nehmen kann. Zu meiner Linken begrüße ich Dr. Rainer Stenzel. Er ist Leiter der Projektgruppe Datenschutz beim BMI und wird nochmal kurz erläutern, was er in seiner spannenden Funktion tagtäglich macht. Also ja, Projektgruppe Datenschutz kümmert sich im Bundesinnenministerium federführend vor allen Dingen um die Reformprozesse im Datenschutzrecht auf europäischer Ebene und auf nationaler Ebene. Das Europäische steht natürlich momentan ganz klar im Vordergrund. Wir sind in Brüssel zugegen und verhandeln dort auch im Rat die Verordnung und auch teilweise die Richtlinie für den Polizei- und Justizbereich. Und sind natürlich dabei, mit den anderen Ministerien und mit dem Datenschutzbeauftragten und mit den Ländern die Haltung der Bundesregierung dazu abzustimmen. Und das Thema Selbstregulierung passt da hinein, zum einen, weil das Teil der Verordnung ist, aber zum anderen bewegt es mich auch, weil ich vorher Netzpolitik dafür zuständig war im BMI und wir dort auch einige Prozesse angestoßen haben, von denen sicherlich Herr Mosch und Herr Blumenthal noch etwas berichten können. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Stenzel. Dann kommen wir zu Sebastian Blumenthal. Der Deutsche Bundestag hat sich ja auch in der laufenden Legislaturperiode in Sachen Medien- und Netzpolitik breiter aufgestellt. Sie repräsentieren das quasi als Vorsitzender des Unterausschusses Neue Medien und auch als Mitglied der Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft. Und vielleicht können Sie zu diesen beiden Gremien des Bundestages auch noch kurz was sagen. Ja, vielleicht noch ergänzend zu meiner Person. Ich bin seit 2009 Mitglied im Deutschen Bundestag in der FDP-Fraktion. Ich habe davor Medieninformatik in Kiel studiert, 8 Jahre in der Wirtschaft zunächst gearbeitet. Denke, das ist eine gute Voraussetzung, die in der Politik grundsätzlich sinnvoll ist, bevor man sich dann auf der Entscheiderebene mit solchen Themen befasst, sich auch vorher vielleicht berufliche Qualifikationen anzueignen. Insofern habe ich das Glück, jetzt diese Themenfelder auch dann für die FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag zu bearbeiten. Ich bin also zum einen Vorsitzender vom Unterausschuss Neue Medien und auch Mitglied, eines von 3 Mitgliedern der FDP in der Internet-Enquete-Kommission. Nochmal zur Abgrenzung der beiden Gremien. Wir haben ja eine ganze Reihe von Netzpolitik jetzt in dieser Legislaturperiode im Deutschen Parlament auf der Tagesordnung. Der Unterausschuss befasst sich mit der konkreten Tagesausgestaltung mit tagesaktuellen Themen in Gesetzesform. Das heißt, wir haben wie der Rechtsausschuss, wie der Innenausschuss konkrete Gesetzestexte auf der Agenda im Unterausschuss, während sich die Internet-Enquete-Kommission eher losgelöst vom Tagesgeschäft der Zukunft zuwendet. Welchen Einfluss hat Digitalisierung auf die verschiedenen Bereiche der Gesellschaft? Welche Chancen sehen wir? Wo sehen wir Risiken? Und welche Antwort kann Politik darauf geben? Und die Enquete-Kommission soll dann bis Ende dieses Jahres eben Handlungsempfehlungen ausarbeiten. Das heißt, wir machen dort keine konkreten Gesetze, die machen wir im Unterausschuss. Und in der Enquete-Kommission geht es eher um Handlungsempfehlungen. Das vielleicht nochmal vorab zu den beiden Gremien, mit denen wir dort im Parlament gerade arbeiten. Genau, ich denke, das ist sehr hilfreich, um die Strukturen dort zu verstehen. Kommen wir jetzt last but not least zu Thomas Mosch. Sie sind Mitglied der Geschäftsleitung bei Bitkom und sind dort auch mitverantwortlich für den Bereich Selbstregulierung. Auch nochmal kurz zu Ihrer Person. Gerne. Von der Ausbildung, das mag bei Verbänden immer ein bisschen überraschend, bin ich eigentlich Diplom-Ingenieur, habe mal 10 Jahre lang tatsächlich auch mit Programmierung mein Geld verdient. Kenne also sozusagen auch die andere Perspektive, nicht nur die Verbandsseite. Jetzt bei Bitkom, das ist Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation, Neue Medien, 1300 Unternehmen,
Wir sind sehr, sehr breit aufgestellt. Insofern haben wir auch ein sehr, sehr breites Themenportfolio. Ich selber verantworte da den gesamten Bereich Politik und Recht und Wirtschaft. Und da fällt halt auch die Selbstregulierung rein. Und in meiner Verbandsfunktion vertrete ich den Bitkom auch in verschiedenen Selbstregulierungsvereinen, so Trägerorganisationen, zum Beispiel im Vorstand der FSM oder jetzt in dem neu gegründeten SAIW zum Thema, unter anderem zum Thema Geodaten. Ja, wunderbar. Ich denke, dann wissen wir alle jetzt, mit wem wir es zu tun haben. Ich werde natürlich auch bei diesem Forum darauf achten, dass Sie alle zu Wort kommen, wenn es dringende Meldungen gibt, Nachfragen gerne zwischendurch melden. Ansonsten werde ich auf jeden Fall Durchgänge machen, dass Sie ausreichend zu Wort kommen. Ich würde jetzt mit einigen Einstiegsthesen da nochmal anfangen. Und wir kommen gleich zur legislativen Ebene. Dadurch, dass wir Sie auch hier haben, Herr Blumenthal, ist natürlich ein spannendes Thema zu fragen, inwieweit wir im Hinblick auf die Struktur des Netzes stärker auch in der deutschen, in der europäischen Gesetzgebung Selbstregulierungsmechanismen brauchen. Wir haben diese ja bereits an einigen Stellen. Deswegen gibt es ja unter anderem im Zusammenhang mit dem Jugendmedienschutz diese Selbstkontrolleinrichtungen, wie zum Beispiel die freiwillige Selbstkontrolle Multimedia. Wir kennen das aus dem Fernsehen und auch aus der Filmwirtschaft mit der FSK oder der FSF. Aber wir müssen sicherlich in dieser Hinsicht möglicherweise noch einen Schritt weitergehen. Aber ist das wirklich sozusagen en vogue, was Sie sagen? Wir brauchen vor allen Dingen auch in Bezug auf Selbstregulierung europäische Standards. Wenn ich jetzt sehe, die Schlagzeilen über die neuen Datenschutzvorschläge von Frau Reding, die EU will sozusagen bestimmen, doch stärker staatlich eingreifen. Wie beurteilen Sie da die Situation? Also ich denke, dass es grundsätzlich kein Entweder-Oder gibt, also entweder nur Selbstregulierung oder nur gesetzliche Regulierung. Wir haben ein politisch ja hochkontroverses Thema im Zusammenhang mit dem Zugangserschwerungsgesetz diskutiert, also besser bekannt als Internetsperren. Dort hat es in der letzten Legislaturperiode eine Entscheidung gegeben, das Zugangserschwerungsgesetz auf den Weg zu bringen. Natürlich in guter Absicht, das will ich natürlich jedem zugestehen. Der Hintergrund war ja dort, eine Maßnahme, also technische Maßnahmen aufzusetzen, um der Verbreitung von Kinderpornografie entgegenzuwirken, wo natürlich die Politik gesagt hat, wir können nicht tatenlos zuschauen, wenn solch schlimme Sachen dort passieren. Was ist dann geschehen? Das Zugangserschwerungsgesetz hatte Gutes im Sinn, hätte aber auch negative Auswirkungen gehabt auf die Kommunikationsfreiheit im Netz. Deswegen hat sich meine Fraktion und deswegen haben sich auch viele außerhalb der Politik, also in bürgerlichen Engagement, in Bürgerverbänden mit E-Petitionen gegen dieses Zugangserschwerungsgesetz engagiert. Wir haben es im letzten Jahr auch zurückgenommen im Deutschen Bundestag und haben hier ein Instrument der Selbstregulierung mit den Internetprovidern zum Beispiel und den Strafverfolgungsbehörden in Kooperation auf den Weg gebracht. Also das wäre mal ein Positivbeispiel. Andere etablierte Instrumente wurden eben schon erwähnt, die FSK zum Beispiel, wo auch die Selbstregulierung in Kooperation mit der Wirtschaft funktioniert. Gleichwohl gibt es auch Bereiche, wo das nicht mehr greift und da ist die europäische Ebene in der Tat das entscheidende Stichwort. Wir haben jetzt ja seit einigen Monaten auf dem Tisch die ersten Entwürfe zur EU-Datenschutzverordnung von der EU-Ebene. Das begrüße ich grundsätzlich, weil wir einfach festgestellt haben, dass die Rechtsunsicherheit sowohl für Unternehmen als auch für Privatanwender und Nutzer, die Rechtsunsicherheit im Umgang mit bestimmten Formaten und Medien zugenommen hat. Wir konnten auch nicht mehr davon sprechen oder können auch nicht mehr davon sprechen, dass wir klare Rahmenbedingungen für einen funktionierenden Wettbewerb haben. Und Facebook ist nur ein Beispiel dafür, mit Unternehmensstandort in Irland, dort mit dem Datenschutz auf gutem Fuße. Bei uns gibt es einige Datenschützer, die sich dort auch sehr stark engagieren, um das mal so zu sagen. Ich komme aus Schleswig-Holstein, Herr Weichert ist sicher hier auch bekannt. Also insofern, da zeigt sich schon, wenn wir dort gegenüber den Akteuren der Wirtschaft mit einer Stimme sprechen wollen und rechtsverbindliche Rahmenbedingungen schaffen wollen und den Bürgern in Deutschland, aber auch in Europa wiederum Sicherheit im Umgang mit solchen Medien geben wollen, dann kommen wir an einem Mindestmaß an europäischer Regulierung nicht vorbei. Und deswegen begrüße ich die EU-Datenschutzverordnung im Grundkonzept. Sehe aber auch einige Schwächen, wo es dann schon wieder in Richtung Überregulierung geht. Ich sehe sehr kritisch den Punkt des Recht aufs Vergessen, also dass dort den Bürgern
quasi in Aussicht gestellt wird, sämtliche Spuren, die ihr im Netz mal hinterlassen habt, die müssen löschbar sein. Ich will es jetzt nur noch mal kurz ansprechen, wir können im Detail später darauf eingehen. Das ist ein Punkt, den ich sehr kritisch sehe. Begrüße ferner, dass wir auch im Bereich der Kompetenzzuständigkeiten der Datenschützer auch dort, wie ich finde, effektiver werden. Gerade bei Online-Diensten halte ich die Zuständigkeit von Landesdatenschützern für nicht mehr zeitgemäß. Die haben in anderen Bereichen eine wichtige Rolle, aber gerade im Bereich Online-Formate denke ich, sollte zumindest eine Bündelung hier auf Bundesebene stattfinden. Aber kann ich gerne auch noch mal im Detail darauf eingehen. Das wird sicher auch strittig und kontrovers diskutiert werden. Ja, es sind natürlich schon mal ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte, auch im Verhältnis möglicherweise von Institutionen untereinander. Deswegen kommen wir jetzt vielleicht zur Institution Bitkom. Herr Blumenthal hat ja gerade erläutert, als aus seiner Sicht ein Erfolgsbeispiel einer sogenannten freiwilligen Vereinbarung im Medienbereich zwischen den Internetprovidern, den Strafverfolgungsbehörden in Sachen Kinderpornografie. Es gibt ein ganz anderes Feld, wo es sozusagen jetzt eine Vereinbarung, ich glaube schon 2011 auf der CeBIT vorgestellt, gegeben hat. Es sind 8 große IT-Unternehmen dabei. Es geht um die ganze Debatte, die es damals ziemlich heftig gab mit Googles Street View. Natürlich auch andere Dienste betroffen. Es geht um den Datenschutzkodex für Geodatendienste, der vorgestellt wurde und zu dem sich diese 8 Unternehmen verpflichtet haben. Der Kodex sieht unter anderem vor, dass die Branche eine zentrale Informations- und Widerspruchsstelle im Internet einrichtet, bei der die Bürger bei den einzelnen Anbietern von Panoramadiensten im Internet dann Widerspruch einlegen können. Natürlich auch noch einige andere Elemente. Vielleicht können Sie den Entstehungsprozess und die Schwerpunkte dieses Kodex ganz kurz erläutern. Ja, das kann ich gerne tun und vorwegschicken, dass der Geodatenkodex für mich ein Fall der Selbstregulierung ist, der sehr viel Licht, aber auch sehr viel Schatten hat, weil es eigentlich einen Prozess exemplarisch beschreibt, an dem man viele Dinge festmachen muss, an denen zukünftige Kodizes vielleicht besser arbeiten sollen oder auch vielleicht früher arbeiten sollen. Vielleicht ganz kurz. Ich versuche es jetzt nicht zu anekdotisch zu machen. Wenn Sie zurückdenken, in das Jahr 2010, im frühen Sommer, wurde zunächst ganz stark durch die Medien das Thema hochgespielt. Ja, ich versuche es jetzt mal möglichst wertfrei zu formulieren. Google fährt mit Kameraautos durch Deutschland und fotografiert die Hausfassaden. Eine eindeutige rechtliche Bewertung dessen, ob die Hausfassade jetzt personenbezogene Daten sind, wie die Aktion von Google rechtlich zu bewerten ist, gab es zum damaligen Zeitpunkt nicht. Das war ja auch eine vergleichsweise neue Anwendung und gibt, soweit ich das weiß, auch bis heute nicht. Gleichwohl war die Empörung groß und wurde auch entsprechend medial begleitet, was dazu führte, und in dem Punkt will ich auch schon sagen, und das ist ein Punkt, den wir auch als Wirtschaft gelernt haben, die Diskussion, die dort losbrach, traf die Wirtschaft auch ein Stück unvorbereitet, also die insgesamt ja wenigen Anbieter von Geodatendiensten, traf sie vergleichsweise unvorbereitet, sodass wir dort auch mit einer gewissen Verzögerung reagieren konnten und mit ansehen mussten als Wirtschaft, wie sehr schnell über einzelne Bundesministerien, aber auch natürlich aus den betroffenen Ländern und den dortigen Aufsichtsbehörden der Ruf nach gesetzlicher Regelung laut wurde. Und es dauerte dann auch nicht allzu lange, bis entsprechende Entwürfe kursierten. Für uns, und das ist ein bisschen das Paradigmatische an diesem Beispiel, war wesentlich, dass hier eine neue Technologie, die zwar nicht ganz neu war, weil in den USA und in anderen Ländern gab es das schon, aber für Deutschland in dem Fall neuartig war, gewisse Abwehrmechanismen, Abwehrreflexe hervorgerufen hat, wie gesagt auf einer rechtlich strittigen Bewertung, die dann relativ schnell zu Gesetzgebungs- oder zu dem Ruf nach Gesetzgebung geführt haben, im Sinne einer Einzelfallregelung, einer gesetzlichen Einzelfallregelung mit doch recht unklarem Ausgang auf zukünftige Entwicklungen. Und das war genau der Punkt, den wir für die Zukunft als paradigmatisch für Selbstregulierung sehen. Wie gesagt, wir waren damals als Wirtschaft vergleichsweise überrascht, auch über die Intensität, mit der die Diskussion dann geführt wurde. Es gab dann auf Initiative des damaligen
Innenministeriums, nicht des damaligen Innenministeriums, des Innenministers, Herrn de Maizière, einen großen Geodatengipfel. Ich hatte damals das Vergnügen, an der Seite von Herrn Schaar zu sitzen. Es waren auch andere Ressorts anwesend, es war die anbietende Industrie anwesend, es waren gesellschaftliche Gruppen anwesend, zivilgesellschaftliche Vertreter. Und es ist dann, ich glaube, für die einen oder anderen Teilnehmer an diesem Geodatengipfel hier in Berlin ein wenig überraschend ein Papier präsentiert worden, das sagte, bevor es eine gesetzliche Regelung gibt, hat die Wirtschaft Zeit, und es waren damals exakt 75 Tage, einen Kodex zu erarbeiten, in dem sie die in der Öffentlichkeit kritisierten Punkte im Sinne der Verbraucher regelt. Es gab damals einen harten terminlichen Anschlag, das war der IT-Gipfel der Bundesregierung. Wir haben damals das auch als Wirtschaft angenommen. Und haben tatsächlich... Ein bisschen sich zu sputen. Ja, okay. Ich wollte ja nicht zu anekdotisch werden, jetzt bin ich es doch geworden. Also wir haben es irgendwie hingekriegt, bis zum Gipfel das Papier vorzulegen, haben es dann noch mal bis zur CeBIT knapp 3 Monate überarbeiten können, ist dann auch unterschrieben. Negativ an dem Prozess war, wir hatten sicherlich keine Gelegenheit, das ausgiebig mit den anderen Parteien zu erörtern, weil die Zeit zu kurz war. Das müsste man sicherlich zukünftig anders regeln. Auf der anderen Seite, es ist eine kleine Anbietergruppe. Google hat seit diesem Vorfall keine weiteren Kamerafahrten mehr gemacht in Deutschland. Das Bildmaterial ist mittlerweile 6 Jahre alt. Microsoft, der zweite große Anbieter, hat sich entschieden, zunächst den Dienst in Deutschland gar nicht zu starten. Insgesamt bedauerliches Ergebnis. Also sehr ambivalente Ergebnisse, gerne direkt dazu. Wenn Peter Schaar, den Datenschutzbeauftragten, schon im Publikum haben, dann gebe ich ihm natürlich auch das Wort. Vielen Dank. Ich habe gerade noch mal gegoogelt das Thema Geodatenwiderspruchsplattform, habe dann auch noch mal, bin auf die Bitkom-Seite gekommen und habe da auch noch mal Widerspruchsplattform eingegeben. Es sind praktisch 0 Treffer nach der Vorlage dieses Kodex. Wo kann ich denn jetzt auf der Plattform Widerspruch einlegen? Es ist so, dass Sie momentan bei Google direkt den Widerspruch einlegen können. Ja, genau. Und ab 26. September dann auch auf den einschlägigen Webseiten. Was, sag mal, das ist der Punkt, den ich jetzt noch angeführt hätte. Dadurch, dass die Unternehmen mehr oder weniger aufgrund dieser Debatte einen Rückzug aus dieser Technologie gemacht haben, ist so ein bisschen der Leidensdruck auch auf Industrieseite zurückgegangen. Der Kodex steht, er ist unterschrieben. Aber die Umsetzung hat sich tatsächlich verzögert, das ist richtig. Aber ab 26.09. ist es live. Aber ja, jeder Anbieter hat diese Widerspruchsplattform für sich realisiert. Ja, in einem anderen Bereich kann von einem Rückzug der Unternehmen nicht die Rede sein, sondern eher von einer Monopolisierung. Herr Dr. Stenzel, Sie sind mitverantwortlich für einen Dialog, der schon länger in Ihrem Ministerium geführt wird. Da geht es nämlich um einen Kodex für soziale Netzwerke. Als das Ganze begonnen hat, war wahrscheinlich die Dominanz von Facebook noch nicht ganz so stark, spielte sicherlich auch die VZ-Gruppe noch eine größere Rolle. Der Prozess, da sollte es ja auch mal eine Ankündigung mit dem ganz großen Paket mit Merkel auf der CeBIT geben. Das ist aber nicht zustande gekommen. Von Facebook-Seite habe ich gehört, der Diskurs wird weitergeführt. Können Sie uns ein bisschen Einblick geben, was da gerade passiert? Stichwort Kodex in Deutschland für soziale Netzwerke. Das tue ich sehr gerne. Ich würde gleichwohl noch mal ein Stück weit zurückgehen und das Ganze einbetten auch in das, was Herr Mosch eben ausgeführt hat. Wir haben uns vor einiger Zeit im Innenministerium, damals noch unter Thomas de Maizière, ja sehr intensiv mit den allgemeinen Fragen der Netzpolitik befasst und auch mit einer Art Ordnungsrahmen für das Netz. Wie gehen wir überhaupt mit dem Netz um? Und ein wesentliches Kriterium war dabei, dass wir eine sehr schnell sich wandelnde Technologie haben, einen unglaublich innovativen Bereich, sowohl was das Gesellschaftliche angeht, das Zusammenleben angeht, als auch die wirtschaftliche Entwicklung angeht. Und wir haben uns gefragt, wie gehen wir damit eigentlich um? Es gibt ja immer wieder Prozesse, wo man dann sagt, oder Beispiele, wo vielleicht manchmal zu Recht, manchmal zu Unrecht
Gefahren identifiziert werden, manchmal auch Ängste geschürt werden. Und wie gehen wir damit um? Und in den netzpolitischen Thesen, die der Bundesinnenminister damals vorgestellt hat, war ein Element, dass wir gesagt haben, als Gesetzgeber sollten wir uns vielleicht manchmal eher bescheiden und erstmal zurückhalten. Wenn wir so einen hochdynamischen Bereich haben, dann werden wir mit einer sehr schnellen und sehr detaillierten Rechtsetzung sehr schnell hinterherhecheln. Und wir werden das bestehende Rechtssystem, was lange gewachsen ist, mit vielen verschiedenen Maßstäben, das werden wir ganz schnell kaputt machen. Und dann kam Google Street View und daran hat sich eigentlich gezeigt, die Nagelprobe dieser Überlegungen. Denn es gab in der Tat einen Gesetzentwurf dazu und dieser Gesetzentwurf hätte unter anderem festgelegt, wie hoch eine Kamera sein darf und es hätte festgelegt, dass es einen Vorabwiderspruch gibt oder ein Widerspruchsrecht, das es sonst im Datenschutzrecht in der Form nicht gibt. Ja, man hätte auf einmal gesetzgeberisch gesagt, bei einer Häuserfassade, die veröffentlicht wird, ist es so wichtig, das ist viel wichtiger als bei anderen, als in anderen Bereichen, anderen Datenverarbeitungen, wo man dieses Widerspruchsrecht nicht gehabt hätte. Und wir wollten nicht, dass solche unterschiedlichen Wertungsmaßstäbe und solche Inkonsistenzen in das Datenschutzrecht aufgenommen werden. Und wir haben ehrlich gesagt auch nicht gesehen, dass dieser Bereich so regelungsbedürftig ist. Wir haben das als einen Hype, eine Debatte angesehen, wo es nicht um die tatsächlichen Probleme ging. Es gibt Probleme im Netz, das ist völlig klar, wo Persönlichkeitsrechte gefährdet sind. Aber die Häuserfassade gehört nach unserer Auffassung mit Sicherheit nicht dazu. Wir haben dann vorgeschlagen der Wirtschaft oder wir haben dann tatsächlich diesen Gipfel gemacht und diesen Prozess initiiert. Wir wussten, dass wir damit die Wirtschaft unter Druck setzen. Das war aus der politischen Situation heraus auch enorm wichtig. Wir wussten auch, dass es in der Zeit schwierig sein wird, die Datenschutzbeauftragten mit einzubeziehen, mit denen es in der Vergangenheit nicht gelungen war, Kodizes schnell zu verhandeln. Ich will das mal vorsichtig ausdrücken. Und das hat dazu geführt, dass vielleicht schon alleine aufgrund des Umstandes, dass die Datenschutzbeauftragten nicht einbezogen worden sind, das aus ihrer Sicht kein guter Prozess war. Dass es beklagt wurde, dass es hinterher auch einen Beschluss gab, wo dieser Vorabwiderspruch gerügt wurde, der im Übrigen aber von der Rechtsprechung nicht gefordert wird. Also wenn Sie da sich nur an das Recht halten, dann wäre es vielleicht nicht unbedingt notwendig gewesen. Aber das war ein wichtiger Erkenntnisgewinn, dass die Datenschutzbeauftragten, ich sage das mal so pauschal, durchaus auch gesagt haben, für uns ist es nur ein Mehrwert, wenn wir erstens dabei sind, und zwar alle 17, zweitens, wenn ein Mehrwert noch hinauskommt, also über das eigentliche Recht hinaus. Und da ist es natürlich schwierig für Unternehmen, Anreize zu schaffen, das zu machen. Die von Herrn Schaar angesprochene Plattform ist ein Add-on. Das ist etwas, was so im Gesetz nicht gefordert ist, das muss man ganz klar sagen. Was aber von der Wirtschaft als ein Element vorgeschlagen wurde in der damaligen Zeit, das im Übrigen auch teuer ist. Und darüber muss man sich im Klaren sein. Und wir haben dann uns überlegt, dass diese Selbstregulierung, wenn wir solche weiteren Prozesse anstoßen, auf jeden Fall in Zusammenarbeit, in einer geeigneten Form der Zusammenarbeit mit den Datenschutzbeauftragten stattfinden muss, dass man sie von vornherein mit einbezieht, dass man ihnen die Gelegenheit gibt, dort Inhalte mitzuentwickeln und dass wir vielleicht noch einen anderen Rahmen für die Aushandlung von solchen Prozessen brauchen. Das nächste Thema, was dann aufkam, war die Debatte um die sozialen Netzwerke, um mögliche gesetzgeberische Schritte in diesem Bereich, die Facebook nicht reguliert hätten, weil Facebook sich auf den Standpunkt gestellt hat, dass das deutsche Datenschutzrecht nicht maßgeblich ist, sondern das irische. Ich will das nicht weiter kommentieren, aber das ist sicherlich eine Rechtsmeinung, die für die auch manche spricht. Es gibt auch andere Auffassungen dazu. Und wir haben dort diesen Anstoß gemacht, um das Problem auch zu lösen, dass wir zu einem echten Marktortprinzip kommen, was wir jetzt mit der Verordnung hoffentlich bekommen werden. Das ist auch etwas, was wir sehr begrüßen in der Verordnung und auch als Fortschritt sehen. Wir haben das also angestoßen und das auch gemeinsam mit der FSM. Die Datenschutzverordnung der EU jetzt. Das war die Datenschutzverordnung der EU, genau. Und wir haben dann diesen sozialen Netzwerke-Kodex angestoßen. Wir haben versucht, dort auf Strukturen zurückzugreifen, wie sie im Jugendmedienschutz lange gewachsen sind, also mit der FSM vor allen Dingen.
Die FSM hat das auch angenommen, diese Herausforderung. FSM ist die Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia, sind also die großen IT-Unternehmen, ja. Telekom, Microsoft, ist vielleicht nicht allen bekannt. Genau, also das ist eine Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle, die vom von der Kommission Jugendmedienschutz, also den Landesmedienanstalten, offiziell anerkannt ist und damit so einen, ja, so einen gewissen Status hat und einen Auftrag hat, Selbstregulierungsmechanismen, Kodizes im Bereich des Jugendschutzes auszuarbeiten. Und die haben diesen Auftrag angenommen und sind dabei, das weiter zu verhandeln. Und die Komplexität des Themas, die Interessen, die natürlich von Seiten der unterschiedlichen Unternehmen dabei sind und auch der Datenschutzbeauftragte, das ist nicht einfach, das unter einen Hut zu bringen. Und um mal eine zeitliche Dimension und um auch einen realen Vergleich mal vielleicht zu bekommen, ein Kodex, den jetzt die Versicherungswirtschaft präsentieren wird, der hat, glaube ich, Herr Schaar, Sie wissen das wahrscheinlich besser als ich, aber 5 Jahre gedauert, bis er jetzt am Ende tatsächlich ausgehandelt ist. Und ich glaube, dass die Fragen, die dahinter stecken, auch nicht trivial sind, aber im Vergleich zu der Komplexität der sozialen Netzwerke eine andere Dimension eröffnen. Und deswegen, glaube ich, bevor man vorschnell sagt, man hätte da mal ganz schnell was tun müssen, muss man auch die entsprechenden Vergleiche stellen. Und ich glaube, dass die FSM bisher dort eine sehr gute Arbeit gemacht hat. Sie hat das Vertrauen aufgebaut, sowohl auf Seiten der Datenschutzbeauftragten als auch auf Seiten der Unternehmen, dass es sich lohnt, gemeinsam sich an einen Tisch zu setzen und in solche Prozesse hineinzubegeben. Die FSM wird das auch fortführen. Es wird so ein bisschen überholt oder sagen wir mal eingeholt von Überlegungen, die wir jetzt anstellen im Zusammenhang mit der EU-Datenschutzgrundverordnung. Denn auch dort gibt es einen Artikel, der sich mit Selbstverpflichtungen, regulierter Selbstregulierung oder Kodizes beschäftigt, der aber nicht weiter ausgestaltet ist. Und ich glaube, wir sollten daran etwas setzen, uns zu überlegen, wie wir den Rahmen für solche Selbstregulierungsmechanismen noch effektiver und besser gestalten können. Und das ist das, was wir als nächstes tun werden. Ich glaube auch, das geht in die Richtung, Herr Blumenthal, was Sie gesagt haben. Das wird Thema sein bei einer internationalen Datenschutzkonferenz, die das BMI jetzt im Herbst veranstaltet, wie wir ein effektives Instrument europaweit für die Unternehmen schaffen können, um eine Plattform zu bieten, um Gesetze zu konkretisieren. Und ich glaube, das ist auch das Ziel, was ein Gesetz selbst schwerlich in der Dichte erreichen kann. Wir können nicht vom Datenschutz ausgehend oder von anderen Bereichen auch ausgehend in einer so schnelllebigen Branche per Gesetz festlegen, wie hoch die Aufnahmehöhe einer Kamera ist, wenn ein Auto durch die Straßen fährt. Da kommen wir jetzt wieder zum Ausgangspunkt. Das ist vielleicht ganz schön, jetzt nochmal diese ganze Reise sozusagen der Diskursprozesse im BMI. Es gibt jetzt schon einige Nachfragen und ich würde sagen, dann gehe ich auch gleich ins Publikum. Vielleicht fangen wir dann mit Ihnen an. Bitte das Mikro nehmen. Ja, schönen guten Tag, Andreas Schumann. Was Sie jetzt beschrieben haben, ist ja, dass die Selbstregulierungsprozesse sehr mühsam sind, insbesondere dann, wenn sie auch noch außerhalb des Gesetzes laufen. Jetzt zeigt ja die Wirtschaft auf der anderen Seite, dass sozusagen Selbstregulierung im eigenen Interesse relativ schnell geht. Wenn wir zum Beispiel das Meldegesetzthema sehen, da gab es ja, sagen wir mal, Prozesse, die das Meldegesetz sehr massiv beeinflusst haben. Und die Berichte der Berichterstatter aus dem Europäischen Parlament sagen ja auch, dass die Lobbyarbeit zur neuen Datenschutzverordnung extrem aggressiv und sehr fordernd ist. Insofern könnte man doch eigentlich die Frage, helfen Kodex Selbstregulierung, helfen diese Prozesse oder helfen diese Kodex weiter mit Nein beantworten. Also wenn es ums Eigeninteresse geht, schnell, aber wenn es um die Selbstregulierung im Sinne des Verbrauchers geht, bleibt es quasi in der Zeit auf der Strecke und verläuft sich dann im Sande. Eigentlich habe ich dreimal ein Ja gehört oder ein Ja, Jein mindestens. Möchte jemand was direkt dazu sagen? Also ich weiß jetzt nicht, ob ich Sie möglicherweise genau falsch verstanden habe, aber ich glaube schon, dass Kodizes extrem hilfreich sein können und zukünftig auch sein werden. Ich habe den Prozess, den ich vielleicht etwas zu lang beschrieben habe, ja bewusst eingeleitet mit den Worten viel Licht und viel Schatten. Das, was Herr Stenzel gerade sagte, ist, dass wir uns anders als vielleicht die Versicherungswirtschaft, ohne denen jetzt so nahe treten zu wollen, tatsächlich in einer Branche und in einer Industrie befinden,
die im Jahresrhythmus anders aussieht und völlig neue Services hat, anbietet, deren rechtliche Bewertung, ich sag mal, zumindest unklar ist, weil sie Szenarien entwickelt, die es so vorher noch nicht gegeben hat. Und hier glauben zu können, dass das über reguläre gesetzgeberische Verfahren geregelt werden kann, halte ich für völlig illusorisch. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, es geht, wenn, nur über Kodizes. Und die Frage ist halt, wie kriegen wir ein Verfahren hin, das von allen relevanten Beteiligten dann auch akzeptiert wird. Das ist uns, und Herr Stenzel hat es gerade nochmal ausgeführt, in diesem Fall gerade nicht gelungen. Da muss jeder schauen, inwieweit kann er sich bewegen, um zu so einem allgemein akzeptierten Verfahren beitragen zu können. Industrieseitig, also ein ganz wichtiges Learning, das, was wir als, ich sag mal, Technologiefolgenabschätzung, ja, um mal so einen Begriff zu nehmen, kennen. Wir müssen als Industrie viel stärker antizipieren, wie die gesellschaftliche Reaktion auf solche neuen Services ist. Das hatten wir beim Geodaten, bei den Geodatendiensten so noch nicht. Da müssen wir als Industrie dran arbeiten und diese Prozesse vielleicht auch von uns getriggert früher anstoßen. Ja, das ist ein Beitrag. Natürlich müssen wir dann auch sehen, dass die anderen Beteiligten entsprechend auch mitspielen, das unterstützen, weil, wie gesagt, gegen beispielsweise Aufsichtsbehörden oder auch gegen die Ministerien wird sowas natürlich nicht funktionieren. Aber das Instrument als solches halte ich für absolut essentiell. Sebastian Blumenthal dazu? Ja, da der These, die auch ein bisschen zugespitzt, wahrscheinlich bewusst zugespitzt formuliert wurde, da würde ich auch so pauschal entgegentreten, wie sie geäußert wurde. Wenn, denn der Umkehrschluss hieße ja, nehmen wir alles an Selbstregulierung und Kodex zur Seite und gehen sofort mit gesetzlicher, staatlicher Regulierung drauf. Und dann haben alle Sicherheit, dann können sich alle sicher bewegen im Netz. Aber gerade das Internet ist eben nicht mehr dafür geeignet, mit möglichst vielen Regulierungen dort mehr Sicherheit zu schaffen. Denn jedes Gesetz, mit jedem gesetzlichen Rahmen, den Sie schaffen, schaffen Sie den Anspruch auf Rechtsdurchsetzung. Das hat zur Folge, dass natürlich auch ein gewisser Rahmen an Überwachung und Kontrolle stattfinden muss. Gesetzliche Rahmen, die nicht durchgesetzt werden, sind wirkungslos. Und ich habe das Beispiel Zugangserschwerungsgesetz gerade genannt. Und da hat es innerhalb von wenigen Monaten geklappt, auf Seiten der Industrie diese Selbstregulierung in Kooperation mit den Strafverfolgungsbehörden auf den Weg zu bringen. Also es gibt sie sehr wohl, die Positivbeispiele. Es gibt auch Negativbeispiele, aber so ist das Leben. Und das werden wir mit noch so viel Gesetzen nicht auflösen können. Im Gegenteil, wir schaffen nur die Illusion, mit sehr viel Gesetzen und sehr viel Regulierung ist das Leben sicherer. Dass das nicht funktioniert, davon bin ich überzeugt. Das hat die Vergangenheit auch gezeigt. Ich stimme Ihnen aber zu, wenn Sie sagen, wenn es evident wird oder offensichtlich wird, dass die Industrie nur in einem Bereich immer schnell agiert und schnell zu Ergebnissen kommt, in anderen Bereichen bewusst gebremst wird, dann muss da mehr Druck ausgeübt werden. Und dazu sind wir in der Politik auch in der Lage. Das wollen wir hoffen. Entschuldigung. Bitte ins Mikro, sonst geht es wirklich verloren wegen dem Stream. War das noch eine Nachfrage, oder? Ich denke, es gibt noch mehr Sachen als Selbstregulierung und Gesetze. So wie sich die Wirtschaft und die Industrie weiterentwickelt und das Netz, muss es auch noch was anderes geben. Ich habe jetzt keine Lösung, aber weil Sie jetzt sagen, wenn keine Selbstregulierung, dann nur Gesetze, das ist die noch schlechtere Lösung. Oder auch nicht möglich. Ich habe sogar dann zusammengefunden, das ist ja auch ganz schön. Peter, du hattest dich nochmal gemeldet. Also, ich will die Heinrich-Böll-Stiftung ja nicht kritisieren, aber ich finde, Podien sollten ein bisschen ausgewogen auch zusammengesetzt sein oder heterogener, dann wird die Diskussion vielleicht interessanter. Also muss man aus dem Publikum vielleicht einen Kontrapunkt setzen. Teilnehmer hat das ja schon gemacht. Ich würde auch sagen, wir müssen schon mal genau hinschauen, wo im Bereich des Datenschutzes Selbstregulierung geklappt hat. Sie haben ja den Geodatenkodex angeführt. Für mich ist das kein gutes Beispiel für Selbstregulierung. Anderthalb Jahre, nachdem Sie damit fertig geworden sind, nachdem das dem Minister überreicht worden ist, ist das immer noch nicht realisiert. Jedenfalls das zentrale Element. Das ist doch keine Erfolgsstory. Jetzt haben Sie es für den 26. September angekündigt. Schauen wir mal. Auch dabei wurde ja klar, dass Selbstregulierung quasi ein Gesetzgebungsvorhaben, das vom Bundesrat mehrheitlich schon beschlossen war,
gestoppt hat. Nun kann man sagen, das war ein blödes Vorhaben. Ich bin mit Herrn Stenzel der Auffassung, dass das in mancher Beziehung nicht zu Ende gedacht war. Aber man hätte ja im weiteren Gesetzgebungsprozess noch was Sinnvolles draus machen können. Dann ist da in diesem Bereich nichts geschehen. Der damalige Bundesinnenminister hat aber gesagt, und es gibt auch rote Linien. Diese roten Linien sollen formuliert werden. Und dann kam ja das Thema Rote Liniengesetz auf. Dieses Rote Liniengesetz hat es nicht gegeben und es wird es auch nicht geben, weil der jetzige Bundesinnenminister das offensichtlich für überflüssig hält. Jedenfalls habe ich seine Äußerungen jetzt so verstanden, dass dieses Gesetz in dieser Legislaturperiode nicht kommen soll. Ich verrate, glaube ich, keine Geheimnisse, dass die Bundesregierung ja schon sehr weit war mit der Vorbereitung dieses Rote Liniengesetzes, aber das wurde nicht weiter verfolgt. Im Bereich sozialer Netzwerke habe ich auch so eine gewisse Parallelität gesehen hinsichtlich des Verlaufs. Da gab es die Forderung, eben die Profilbildung im Internet und den Umgang mit Daten aus sozialen Netzwerken stärker, genauer zu fassen durch ein Gesetz. Und da wurde dann gesagt, nein, wir machen jetzt eine Initiative zur Selbstregulierung, wobei anders als bei den Geodaten die Voraussetzungen noch wesentlich schlechter sind, weil die großen Player oder der große Player Facebook eigentlich gar kein Interesse hat, das deutsche Rechtsniveau, so wie es sich jetzt schon darstellt, ohne weitere gesetzliche Verschärfungen einzuhalten, solange er sich darauf berufen kann, mit einem gewissen Recht, da ist irisches Recht anwendbar. Und dementsprechend muss man immer diese beiden Seiten sehen. Regulierung durch den Gesetzgeber, möglicherweise den europäischen Gesetzgeber, und auf der anderen Seite Selbstregulierung. Dass Selbstregulierung für die Konkretisierung etwas leisten kann, will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Da ist das sicher ein wichtiges Element. Aber die wesentlichen, um mit Herrn de Maizière zu sprechen, roten Linien gehören in das Gesetz, in die Gesetze, in die verbindlichen Regelungen hinein. Und ich hoffe, dass wir dann eben zumindest auf europäischer Ebene da auch weiterkommen. Ja, die roten Linien sind angesprochen. Gibt es die roten Linien noch im BMI oder ist dieses Projekt wirklich gestorben? Ich habe das schon angedeutet, dass wir einen roten Faden haben und rote Linien auch. Wir folgen da schon einem stringenten Konzept, denke ich. Und wir lassen uns davon auch nicht abhalten. Einwände, Herr Schaar, also ich finde das ja schön, dass wir jetzt auch kontrovers vielleicht ein bisschen diskutieren können, auch wenn Sie nicht auf dem Podium sitzen. Aber die Einwände gegen den Geodatenkodex sind ja keine sachlichen Einwände. Es sind ja Einwände, die jetzt vorgeschoben werden, so nach dem Motto, erstens, wir hätten gerne ein Gesetz gehabt. Ja, das steht ja auch im Beschluss des Düsseldorfer Kreises drin. Aber die Rechte, die da in dem Gesetz verbrieft werden sollten, ich habe noch nicht eine Beschwerde darüber gehört, dass von irgendjemandem ein Haus nicht verpixelt worden wäre. Das heißt, wo ist eigentlich der Regelungsbedarf? Und das ist etwas, was wir uns vielleicht auch manchmal fragen müssen, wenn wir über Gesetzgebung diskutieren. Es ist manchmal auch eben eine Debatte, die eine politische Dimension hat, um etwas zu tun, brauchen wir ein Gesetz. Und wenn es das Gesetz nicht gibt, dann ist es schon von vornherein schlecht. Zweitens der Maßstab. Ich habe das vorhin schon angesprochen. Wenn man den Maßstab sich anschaut, dann haben wir es mit unbestimmten Rechtsbegriffen zu tun. Im 28, im 29, wir kommen beim BDSG, Bundesdatenschutzgesetz, wir kommen am Ende zu einer Abwägung. Und aus dieser Abwägung heraus haben Datenschutzbeauftragte gelesen, dass es einen Vorabwiderspruch geben müsse in diesen Fällen. Das kann man so sehen, das kann man auch anders sehen. Google hat es zugestanden, die Gerichte haben das nicht gesehen. Muss man einfach sagen, alle Gerichtsentscheidungen, die ich dazu kenne, haben nicht gesagt, dass es solch einen Vorabwiderspruch aufgrund dieses Gesetzes gibt. Und dann verstehe ich schon ein Stück weit die Industrie, dass sie dann sagt, so ein Verfahren kostet enorm viel Geld. Es kostet so viel Geld, dass kleinere Anbieter sofort abgesprungen sind. Das ist auch eine Folge dieser politischen Debatte, dass wir kleinere Diensteanbieter und auch Open-Source-Projekte in dem Bereich nicht mehr haben oder nicht mehr hätten, wenn wir das gesetzlich geregelt hätten, was in diesem Bundesratsgesetz so drin stand. Darüber muss man sich einfach auch im Klaren sein und das ist die Dimension. Und dann nur hinzugehen und zu sagen, wir haben das aber mal gefordert und Google hat das auch zugestanden und deswegen ist es so wichtig, das kann nicht der Maßstab für gute Gesetzgebung sein und deswegen glaube ich, dass wir heute alle heilfroh sein können, dass wir dieses Gesetz so nicht haben, wie es damals angedacht worden ist. Letzter Punkt dazu, das ist mir auch ganz wichtig. Eine Forderung, die wir damals gestellt haben, hat Bitkom, hat die Industrie nicht erfüllt in Bezug auf
diesen Geodatenkodex. Und zwar war es die Forderung, das ist auch die schwerste von allen, Interessen miteinander zum Ausgleich zu bringen. Nicht nur das Interesse des Widersprechenden, sondern vielleicht auch des Pizzabäckers unten im Haus, ja, der ein vitales Interesse daran hat, dass es abgebildet wird. Wir sind hier in der Böll-Stiftung, es ist kein Geheimnis, dass ja auch die Zentrale der Grünen verpixelt worden ist in München und vielleicht hätte es auch dort ein Interesse daran gegeben, dieses wieder zu entpixeln. Und wir haben gesagt, es gibt bei einer Häuserfassade, wo 10 Wohnungen drin sind in Berlin, ja, da gibt es 10 verschiedene Mieter und ein einziger sagt, ich möchte es gerne verpixelt haben. Und alle anderen, derjenige, der seine Eigentumswohnung verkaufen möchte, ein anderer hat ein legitimes Interesse daran, dass es nicht verpixelt wird. Und wir haben gefordert, dass es Ausgleichsmechanismen geben müsse. Davor hat die Industrie kapituliert, was ich durchaus verstehen kann, weil es hochkomplex ist. Hätten wir das in einem Gesetz geregelt, dann wäre es ungleich schwieriger geworden. Wir hätten ein Gesetz gehabt mit mindestens 5, 6, 7 Paragraphen. Wir hätten Maßstäbe dort eingezogen mit Blick auf ein politisches Thema, was uns gerade umgetrieben hat, was heute aber keinen mehr interessiert, das muss man auch mal klar sagen, was uns die Rechtsordnung insgesamt ein wenig verhagelt hätte. Ich wollte es nur mal sagen, damit wir ein bisschen Schwung in die Diskussion bringen. Ja, vielleicht ganz kurz, weil Sie mich persönlich angesprochen haben. Ich habe ja gesagt, das ist kein Musterbeispiel oder ich sehe es auch nicht als Musterbeispiel an. Seien Sie sicher, ich hätte auch viel, viel lieber, dass wir schon vor einem halben Jahr an den Start gegangen haben. Wir sind allerdings auch vor der Situation, dass dieser Kodex momentan ein Regelwerk aufgestellt hat, was in Deutschland derzeit ein einziges Unternehmen mehr oder weniger betrifft. Ja, alle anderen haben den geordneten Rückzug angetreten. Google ist in dem, was sie konzidiert haben, wie immer sie das heute bewerten mögen, ja noch über den Kodex hinausgegangen. Ja, also insofern, es gibt dort keinen Leidensdruck und es keinen Leidensdruck mehr. Wenn Sie sich anschauen, es gab ja, Sie haben jetzt ein bisschen lauter gesprochen, ich spreche jetzt auch mal lauter, eine interessant choreografierte Presseaktivität, als Microsoft die entsprechenden Fahrten angekündigt haben, wo dann im Wochenabstand sich verschiedene Landesdatenschützer zu Wort gemeldet haben. Auch interessant. Das Interessante für mich war quasi mit null Resonanz, weil die Leute, die Google Street View gesehen haben, festgestellt haben, das, was da passiert, ist harmlos. Ja? Und bei die Reaktion, die öffentliche Reaktion, die auf die Ankündigung des Microsoft-Dienstes war, waren Bruchteile von dem, was noch bei Google in Unkenntnis provoziert werden konnte. Wie gesagt, wir wären gerne 6, 9 Monate früher mit dem Ding am Start gewesen. Manchmal gibt es auch organisatorische Hemmnisse. Aber es ist nicht so, dass der Verbraucher oder der Privatier hier vor einer ungeregelten Situation steht und seine Rechte, wie auch immer sie jetzt interpretiert werden, nicht durchsetzen könnte. Das muss man fairerweise auch konzidieren. Ich würde gerne bei dieser Anknüpfung an die rechtlichen Aspekte bleiben und auch Herrn Blumenthal jetzt nochmal das Wort geben. Das Stichwort fiel ja zum Beispiel Zuständigkeit auch der Landesdatenschützer, auch sozusagen im Vergleich zur Konkurrenz möglicherweise zum Bundesdatenschutzbeauftragten. Klang so ein bisschen bei Ihnen durch, ein Plädoyer für eine neue Medienordnung, wo möglicherweise die Zuständigkeiten auch dann zwischen Land, Bund, EU neu geklärt werden müssen. Dieselbe Diskussion gibt es ja auch im Rundfunkbereich. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen konkretisieren und uns da einige Forderungen und Vorschläge mit auf den Weg geben. Also es wurde ja zum einen bereits von der Politik dokumentiert, dass der Regulierungsansatz aufgrund der klassischen Länderzuständigkeit nicht funktioniert hat. Jeder oder viele von Ihnen ja haben mitbekommen, dass vor circa 2 Jahren der Jugendmedienschutzstaatsvertrag ja geradezu krachend gescheitert ist. Weil einfach die Grundlage war, mit dem Instrument der Frequenzregulierung, was ganz andere physikalische Grundlagen hat, mit dem Instrument der Frequenzregulierung jetzt die neuen Medienregulierungen zu wollen. Das hat nicht funktioniert. Die Bundesländer haben wirklich Monate, es ging ja fast 2 Jahre, hat ja der Erstellungsprozess von der Novelle gedauert, haben gebraucht, um dort überhaupt was vorzulegen. Und das war substanziell so haltlos, dass es wirklich grandios gescheitert ist. Ähnliches habe ich jetzt kürzlich festgestellt in der Facebook-Debatte. Da hat nämlich der Landesdatenschützer aus Schleswig-Holstein zum Beispiel gefordert, wir hatten das auch im Unterausschuss Neue Medien, das Thema, dass Facebook doch bitte dafür Sorge tragen soll, wenn sich Internetnutzer aus Schleswig-Holstein bei Facebook einloggen, dass dann bestimmte Merkmale und Dienste nicht übertragen werden.
Das heißt, man hätte einen, also der Anspruch wäre gewesen, die Schleswig-Holsteiner haben quasi ein eigenes Sie Internetmedium. Haben auch gemacht. Aber jetzt kommt's. Dieselben Datenschützer sind es, die von den Telekommunikationsprovidern erwarten, dass aufgrund der IP-Adresse gerade keine Rückschlüsse auf geografische Referenzen oder Ähnliches vorgenommen werden. Also das ist dann in sich schon so widersprüchlich, wo ich dann auch sagen muss, da erwarte ich auch von den Datenschützern, dass sie die technischen Gegebenheiten auch durchdringen und sich mit technischer Realität beschäftigen. Und dann ist es wirklich, ich will nicht sagen naiv, aber es ist dann nicht zielführend zu sagen, wir regeln das jetzt so, dass bei Online-Angeboten in jedem Bundesland andere Spezifikationen gelten. Das wird mit Sicherheit nicht dazu beitragen, dass Rechtssicherheit bei Nutzern herrscht. Ganz konkret auch hier auf das Beispiel bezogen, was machen wir mit Mobilfunknutzern, die sich in einer Funkzelle aufhalten in der Metropolregion Hamburg. Das Signal schaltet ständig zwischen schleswig-holsteinischem Territorium und Hamburger Territorium hin und her. Hinter einer IP-Adresse sind mehrere Nutzer im Mobilfunk. Wie soll das zugeordnet werden? Ist überhaupt nicht erklärbar, ist technisch nicht valide und dafür gibt es mit Sicherheit nicht mehr Rechtssicherheit bei den Nutzern. Also ergo, bitte diese Online-Dienste bündeln mit einer zentralen Ansprechstelle und dort dann auch die betreffenden Vereinbarungen dann bitte treffen. Dann weiß jeder, an wen er sich wenden kann und der Betreffende weiß auch, an wen er sich wendet, wenn dort irgendwelche Auflagen nicht erfüllt werden. Das wäre mein Petitum dazu. Vielen Dank. Ich würde das jetzt gerne an einen Landesdatenschützer, eine Landesdatenschützerin adressieren. Es ist jetzt leider niemand da, aber wir haben ja das Plädoyer gehört. Schleswig-Holstein, glaube ich, als eines der wenigen Bundesländer, was noch nie einen Fußball-Bundesligisten hatte, aber in Sachen Datenschutz spielen sie, glaube ich, in der ersten Liga mit. Das muss man dann dem Kollegen irgendwie zustehen. Wolltest du da kurz was zu sagen? Zwei Sätze bitte. Pro domo irgendwie reden, das ist immer die Gefahr, wenn ich sage, da ist ein Problem, aber das Problem ist natürlich da, klar. Ne? Aber die Frage ist, wie kann man es lösen? Es ist nicht zwangsläufig so, dass es beim Bundesbeauftragten gebündelt werden muss. Es gibt vielleicht auch andere Lösungen, wo diese föderalen Strukturen abgebildet werden. Jetzt mit der Informationsfreiheit können. Auch schon genug zu tun. Ne? Und, ich will mich gar nicht vor Arbeit drücken, das ist nicht der Punkt. Aber es ist natürlich ein Grundthema, wo auch nicht alle immer einer Meinung sind. So, ja, ich sage es mal, es ist vorsichtig und wenn das von der Politik so gesehen wird, dann muss die Politik entsprechend da vielleicht die Vorgaben verbessern. Es ist auch richtig, dass wir als Datenschützer immer auch eine Bringschuld haben, um selber glaubwürdig zu bleiben. Dieser Verhaltenskodex von der Versicherungswirtschaft, netterweise, Herr Stenzel, haben Sie ja nicht das im Detail dargestellt, ist natürlich auch deshalb so schwierig, weil wir so unterschiedliche Meinungen zwischen den Datenschutzbehörden hatten. Nicht nur in der Versicherungswirtschaft gibt es unterschiedliche Interessenlagen, sondern da auch unterschiedliche Einschätzungen. Und es wäre gerade natürlich jetzt, wenn jetzt das europäische Datenschutzrecht geändert wird, vielleicht auch ein Anlass für Deutschland, nochmal drüber nachzudenken, wie man unsere eigenen Strukturen so gestalten kann, dass sie sowohl für die Unternehmen als auch für die Betroffenen einfach mehr Rechtssicherheit bringen. Nicht? Das ist dieses Defizit kann man nicht einfach von der Hand weisen. Ja, vielen Dank nochmal, auch die eigene Rolle da kritisch zu hinterfragen. Die roten Linien haben wir vergessen. Die würde ich gerne nochmal aufgreifen. Ja, das tut mir leid, dass ich da eben mich dann da so sehr bei dem einen schon vergaloppiert hatte und dann muss ich auf die roten Linien nochmal zurückkommen. Wir haben in der Tat diese Debatte dann geführt, weil wir gesagt haben, es gibt wichtigere Dinge als Google Street View. Es gibt Dinge, die die Persönlichkeitsrechte beeinflussen, stärker beeinflussen oder für sie deutlich stärkere Risiken darstellen. Sie haben das angesprochen, Herr Schaar, Profilbildung, Verknüpfung von Informationen. Wir haben uns überlegt, wenn an der Hausfassade, wenn die Maus darüber geht, wenn dann aufploppen würde, wer da alles wohnt und jeder kann was dazu schreiben, ja, das ist Herr Stenzel, der wohnt da und da und an jedem Montag stehen da 5 Weinflaschen vor der Tür, die sind ausgetrunken oder solche Sachen. Das sind natürlich Sachen, da können Profile entstehen, die können auch im Hintergrund entstehen, ob sie öffentlich sind oder nicht öffentlich, beides hat spezifische Gefahrenpotenziale. Und mit diesem Rote-Linie-Gesetz haben wir den Versuch unternommen oder mit dem Gesetzentwurf, das Element, die Gefährdung des Persönlichkeitsrechts oder von Grundrechten stärker in das Datenschutzrecht zu integrieren. Wir haben das zwar auch dort drin, das taucht am Ende in der Abwägung immer mal auf, aber schon in der Norm stärker diesen Bezug zur Verletzung oder zum Risiko darzustellen. Wir haben versucht, das anhand von mehreren
Fallgruppen zu eruieren. Profilbildung war eins, Geodaten oder Standortdaten war ein weiterer Regelungsbereich. Und wir haben diesen Versuch unternommen und waren dann tatsächlich an dem Punkt, wo wir darüber diskutiert haben, was ist eigentlich ein Profil? Ist zum Beispiel, wenn ich bei Google jemanden suche und die Treffer angezeigt bekomme, ist das schon ein Profil oder ist es kein Profil? Es ist schwer zu fassen, diesen Begriff. Wir haben hantiert mit Begriffen wie umfassendes Persönlichkeitsprofil und so weiter und versucht, das rechtstechnisch zu fassen. Und wir sind dann dazu gekommen, dass wir vielleicht auch dieses Element der Persönlichkeitsbezug, dass wir das stärker in die Gesamtsystematik des Datenschutzrechts hineinbringen müssen. Und das ist ein schweres Unterfangen. Es ist auch kein Geheimnis, wenn man das Bundesdatenschutzgesetz aufschlägt, dass es nicht ganz einfach ist, dort neue Elemente hineinzubasteln. Es ist schon positiv ausgedrückt sehr komplex und nicht unbedingt vielleicht doch als Nachtlektüre geeignet, weil man dann besser schläft. Aber es ist schwierig gewesen. Und wir haben dann die Diskussion auch in das Grundsätzliche mal getragen und haben in verschiedenen Expertengesprächen uns mal versucht, diesem Thema von einer grundsätzlicheren Fragestellung her zu nähern. Und das ist für uns im Ressortkreis ein sehr wichtiger Klärungsprozess gewesen, der immer noch nicht abgeschlossen ist, der jetzt auch mündet in weitere Überlegungen, die wir jetzt aber in Brüssel fortführen. Und das ist auch der Grund, warum dieses Rote-Linie-Gesetz aktuell bei uns nicht auf der ganz weit im Fokus ganz oben steht, weil wir die Vorschläge der Kommission für die Datenschutzgrundverordnung auf dem Tisch haben und weil wir versuchen, diese Elemente, die uns damals wichtig waren, dort auch hineinzutragen. Ein Beispiel, Artikel 20 Profilbildung, das ist genau der Punkt. Und der Stand der Ressortberatung und die weiteren Überlegungen, die wir bis dahin hatten, die werden wir jetzt auch dort mit einfügen. Und das werden wir auch im Ressortkreis dann natürlich weiter entsprechend abstimmen. Mhm. Aber der Gedanke, sage ich mal, ist eben nicht aufgegeben worden, sondern er wird jetzt fortgeführt. Da sind wir natürlich gespannt, was dabei rauskommt. Nicht unbedingt weiterempfehlen, das Bundesdatenschutzgesetz als Nachtlektüre, sondern vielleicht doch eher tagsüber hellwach die Regeln zu beachten, ist vielleicht sinnvoller. Wir sind zu einem Zeitpunkt, wo es so langsam zu Ende geht, aber wenn es noch Meldungen gibt jetzt, Nachfragen, Statements aus dem Publikum, würde ich das auf jeden Fall noch zulassen. Scheint nicht der Fall zu sein. Ich hoffe, es sind dann alle zu Wort gekommen. Vielleicht ganz kurz zum Abschluss an alle noch die Frage, fangen wir an mit Herrn Mosch. In welchem Bereich, als jemand, der hier stark für freiwillige Kodizes plädiert hat, würden Sie sich im Medien-IT-Bereich so einen Kodex in nächster Zeit wünschen? Och, da stellen Sie mir jetzt eine schwierige Frage. Ich würde das andersrum sagen. Ich glaube, es gibt von den gesellschaftlich Diskutierten gibt es eigentlich kaum einen Bereich, wo das nicht geht. Jetzt, wir sind als Wirtschaft jetzt vor der Aufgabe zu schauen, wie sieht die technologische Entwicklung aus und was sind die nächsten, ich formuliere es jetzt mal ein bisschen dramatisch, möglicherweise die nächsten Einschläge, auf die wir uns vorzubereiten haben. Und da müssen wir hinarbeiten, weil das, was uns beim Geodatenkodex passiert ist, dass wir relativ unvorbereitet getroffen wurden, das sollte uns nicht nochmal passieren. Ja, und diese Mechanismen, die etablieren wir, die müssen wir auch noch mehr etablieren. Aber grundsätzlich für das gesamte Thema Internet halte ich das für ein adäquates Werkzeug. Ich würde da jetzt nicht ein einzelnes Thema rausheben wollen. Das war auch eine sehr präzise Antwort. Herr Blumenthal, Sie haben schon geantwortet mit der Europäischen Datenschutzverordnung. Gibt es dem noch was hinzuzufügen? Oder? Vielleicht nur der Hinweis, dass das BDSG, also Bundesdatenschutzgesetz, und auch das Telemediengesetz als zwei nationale Rechtsrahmen in weiten Teilen durch die Verordnung dann ergänzt werden, quasi ersetzt teilweise sogar. Und da wünsche ich mir, das erwarte ich dann auch von uns, von der Politik, dass wir uns die Verordnung dann im Detail auch so genau anschauen, dass wir technologische Entwicklungen nicht behindern und trotzdem Rechtssicherheit, europaweit Rechtssicherheit für die Unternehmen, aber auch für die Privatpersonen schaffen. Daran müssen wir uns dann messen lassen. Das ist der Auftrag. Nicht nur für die Politik, auch für Verbände, für Bürgerrechtsbewegungen und so weiter. Das sehe ich schon als Gesamtaufgabe für uns. So, Herr Dr. Stenzel, jetzt nicht die rote Linie, sondern die Ziellinie, das Schlusswort.
Ja, ich glaube, dass wir aus den Prozessen, die wir angestoßen haben, alle was gelernt haben. Herr Schaar hat das ja auch eben angesprochen, auch aus vorangegangenen Prozessen. Und wir sind jetzt eigentlich an einem Punkt, wo wir das zusammenführen sollten, wo wir das auch tun wollen, wo wir mit den Datenschutzbeauftragten, mit der Industrie, auch mit Wissenschaftlern, die sich mit diesen Fragen und Prozessen vielleicht schon auseinandergesetzt haben, das zusammentragen wollen und daran arbeiten wollen, dass wir auf europäischer Ebene den entsprechenden Rahmen für Selbstregulierung bekommen, mit dem alle auch gut leben können. Und das ist die Aufgabe, verschiedene Interessen da zusammenzuführen. Ich glaube nicht, dass wir uns jetzt als nächstes wieder auf bestimmte Themenkomplexe konzentrieren und das tun. Mit einem, vielleicht nicht mit einer Ausnahme, aber vielleicht mit einem Hinweis, aber dann doch noch, dass wir auch schauen müssen, wo laufen in anderen Ecken der Welt solche Prozesse ab. Ich finde es spannend, was in Amerika passiert mit dem Do Not Track und mit Mobile Apps. Da werden auch solche Selbstregulierungsversuche unternommen. Enorm spannend, was die Amerikaner mit den Mobile Apps machen, mit Multi-Stakeholder experimentieren, dass sie tatsächlich alle eingeladen haben, dort mitzumachen. Ich habe da immer so ein bisschen Berichte bekommen. Das finde ich interessant und perspektivisch, glaube ich, muss es nicht nur gelingen, europäische Lösungen zu finden, sondern auch den Sprung zu finden, dass wir bei Diensten, die weltweit operieren, vielleicht gerade bei solchen Sachen, wenn es da andere Diskussionen schon gibt, das zusammenführen und da einen Mehrwert für alle generieren. Ja, schöneren Schluss als ein Plädoyer für Europa können wir uns kaum wünschen. Deswegen mache ich jetzt auch Schluss an dem Punkt. Bedanke mich bei den Diskutanten hier auf dem Podium und natürlich auch beim Publikum fürs Mitmachen und hoffe, wir haben alle was mitgenommen. Danke.